Ist vielleicht auch ganz interessant für die YouTube-Leute. Also, wenn du Gildenbosse machen willst oder in der Gilde bist oder bei uns in der Gilde, da musst du auf jeden Fall Zugang haben zu Vienta, weil in Vienta ist das Gildenhaus. Da müsst ihr nämlich hin und dort könnt ihr dann ins Haus eintreten und von dort aus kommt ihr zum Gildenboss. Und ich bin so gespannt, A, wie schwer ist der? B, welchen Loot gibt es? Genau, hier ist dieses Portal und in diesem Portal, ich weiß nicht genau, wer starten kann, aber hier kannst du dann die Bosse heraufbeschwören. Und da wir jetzt Stufe 9 ganz frisch sind, können wir Morokai machen. Dreimal sogar. Und ihn dreimal. Oder insgesamt dreimal. Das müssen wir gleich gucken. Ah, das ist auch ein geiles Gefühl. Guck mal, das ist unsere Gilde. So geil. Und Abfahrt. So, da ist das Glia-Ding. Abgeblockt. Alter Euphemia. Geh mir hier nicht drauf. Nein, ich habe nicht abgeblockt. Scheiße, ich glaube, ich sterbe. Man muss sich echt konzentrieren, Leute. Deswegen, kann ich nicht so viel erzählen, was hier passiert, weil ich muss auch aufpassen, wenn ich drauf gehe. Das wird super knapp, sage ich euch. 2% noch. Come on, bitte. Come on! Ja! Geschafft, Leute! Sehr geil. Hier liegen noch ganz viel Zeug von euch rum. Und wisst ihr, was das Witzige ist? So, jetzt weiß jeder Bescheid, worum es geht. Noch mehr Leute rein und das Ganze nochmal. Einforderung ausstehend. Lesania, Lexen Lady, Scar, Yakuza, Yakuza, Benny, Asperia, Lady, Islin, Lexa. Ja, GG an euch. Wir kriegen gar nichts. Also, ich habe gar nichts. Und Arkan-Handschuh hat Lexa bekommen. Lexa, GG. Ihr müsst eigentlich echt nur auf das Lila auf dem Boden achten. Und wenn da quatscht, versuchen auszuweichen. Und an meine Typen, an meine Leute aus meinem Team, wenn ihr neben mir steht, dann kann ich euch auch alle zusammen heilen. Ich versuche immer zu euch hinzulaufen, das ist manchmal schwierig. Down mit ihm! Junge, das war richtig knapp. GG, Leute. Boah, hier ist was Liedernes. Wer kriegt das Liederne? Benny hat das Liederne bekommen. GG. Und ich glaube, der Lu hat wieder nichts bekommen. Ah, wir haben es, Leute. Schön. Schön. GG. Das war richtig gut. Ich bin fast schon ein bisschen stolz auf uns. Geiler Clan. Ja, Leute, das waren Gildenbosse. Ja, das sind Gildenbosse. Das heißt, man kann, je nachdem, was für ein Level man hat, mehrfach die am Tag besiegen. Wir haben jetzt dreimal Morokai gemacht. Vielleicht trauen wir uns mal morgen, nächste Woche dann an den Königsbagger. Und wichtig ist immer nur diese Menge hier unten einmal pro Woche, weil jeden Mittwoch um 6 Uhr wird das zurückgesetzt. Das heißt, die nächsten drei, die wir machen, oder die nächsten vier, die wir machen, sind dieses Wochenende, Leute. Ich werde auf dem Discord und auch im Gilden-Ding hier noch announcen, wann das ist. Hier seht ihr bei Info, ne, heute 18 Uhr und dann machen wir vielleicht Samstag 12 oder Sonntag 12. Das bespreche ich noch mit auf Discord, wo da die meisten so ungefähr können. Und da machen wir dann die nächsten Bosse. Und dann wird es immer so sein, dass wir am Wochenende die machen. Und je nachdem, welches Level wir sind, kann es ja auch sein, dass wir dann 4, 5, 6 oder so machen können. Der Weltenboss ist ja sehr, sehr ähnlich zum Gildenboss, würde ich sagen. Nur, dass du halt viel mehr Leute hast. Aber grundsätzlich ist das ja nur im Prinzip der gleiche Boss wie bei der Gilde auch. Aber ich habe keine Ahnung, wie da der Loot verteilt wird. Immer noch nicht. Ich glaube nicht. Klar gibt es viele Theorien dazu im Internet. Dass du mit mehreren Gildenleuten da sein musst. Der am meisten Schaden macht, kriegt das. Der als erstes angreift, kriegt hier irgendwas. Aber so richtig genau weiß niemand, wie hier der Loot verteilt wird. Und es war bisher bei mir immer so, dass ich nichts bekommen habe. Und es halt total random ist, wer was bekommt und wer eben nicht. Yakuza hatte gesagt, er hatte 13 Weltenbosse gemacht und einmal ein lilanes Item bekommen. Das wäre so ungefähr eine 10, 8, 9, 10% Chance. Das wäre eigentlich ganz okay, sage ich mal. Aber ich bin absolut nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie der Loot hier bei Bossen, der sieht ja witzig aus, verteilt wird.
Und vielleicht auch mal ganz interessant für die Leute, die meinten wegen FPS-Drops und so. Natürlich hast du hier ein Blitzfeuerwerk, aber hier sind keine FPS-Drops. Und das, ich bin kein Entwickler und bin auch nicht der übelste Profi, aber ich glaube oder ich denke, das Ganze liegt daran, dass alle anderen Charakter auf dem Server berechnet wird und das zu uns quasi auf die Konsole nur sowas wie gestreamt wird. Das heißt, die Berechnung findet nicht hier auf unserer Konsole statt, sondern halt auf dem Server. Und ich glaube, deswegen haben die hier auch keine Lags oder so. Klar, Gewitter, Feuerwerk und so, das muss die Grafikkarte natürlich abkönnen. Lol, wie wir alle abdancen sind. Aber davon abgesehen, und Daumen mit dir. Boah, bitte gib mal was. Bitte gib mal was. Gib mal einen Drop, Alter. Gib mal einen Drop. Ich habe so gut gespielt. Bin ich gestorben. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Come on. Erstmal hier schön eine Trophäe abgesahnt. Na klar. Ah. Aber du kriegst halt nichts. Alle kriegen was, nur du nicht. Das Einzige, was du halt immer kriegst, ist diese beschissene Scheißtruhe. Aber du kriegst einfach keinen Drop. Hier sind 200 Leute und nur 3 Leute haben Drop bekommen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Bossen unten in die Kommentare. Wäre ich sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde die Gildenbosse und auch die normalen Weltbosse an sich mega, mega cool. Es macht unfassbar viel Spaß. Ich bin aber leider ein wenig enttäuscht, was die Belohnung angeht. Gerade bei den Weltbossen. Bei den Gildenbossen würde ich sagen, geht's noch, weil die Wahrscheinlichkeit höher wird, je nachdem, wie viel Ansehen man hat. Aber die Weltbosse sind so random mit dem Loot, was man bekommt. Ja, ich weiß, da gibt es viele Theorien, aber was da wirklich stimmt und wie man da besseren Loot bekommt, ich weiß nicht. Ich habe ja gerade gesehen, da waren 100 Leute und nur 3 Leute haben was bekommen. Das finde ich schon sehr, sehr schade. Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten, wenn ihr nichts zu Throne at Liberty verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow dalassen. Da wird bestimmt die nächsten Tage noch einiges geben. Ansonsten natürlich ein Like auf dem Video und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.